Hallo, lieber Internetnutzer, wir sind es, deine Telekom. Wir haben tolle Nachrichten für dich. Dein Internet wird schon sehr bald sehr viel überschaubarer und ordentlicher sein. Diese ganze Flut von freien Angeboten und Diensten, die kein Mensch braucht, werden wir schon bald für dich in eine neue Übersichtlichkeit verwandelt haben. Wie wir das schaffen? Dafür haben wir uns ein effizientes 2-Schritte-Programm ausgedacht. Im ersten Schritt tauschen wir alle Internet-Flatrates, auch deine, gegen einen neuen praktischen Volumentarif. Denn 75 GB im Monat reichen für dich vollkommen aus. Falls du dennoch mehr Datenvolumen verbrauchst, schalten wir dein Netz nicht etwa ab. Nein, wir drosseln es nur auf eine ruhige und gemütliche Geschwindigkeit herunter. Mit dieser Entschleunigung möchten wir dich ermutigen, über Verschwendung und Maßhalten nachzudenken. Mit den 75 GB kannst du zum Beispiel jeden Monat 10 Filme in HD schauen, zumindest wenn du sonst nichts anderes mit deinem DSL-Anschluss machst. Wenn du natürlich unbedingt noch Musik hören willst, Software runterlädst oder Videotelefonie betreibst oder wenn du dir deinen Anschluss mit anderen teilst, dann sind es natürlich ein bisschen weniger. Aber die Drosselung auf deiner, der Kundenseite, ist nur der erste Schritt unseres großen Plans. Im zweiten Schritt werden wir, auf der anderen Seite, ganz spezielle Verträge mit einigen Inhalteanbietern schließen. Durch die regelmäßige Zahlung einer Gebühr dürfen sich diese Anbieter zu einem sogenannten Managed Service heraufstufen lassen. Das bedeutet, dein Besuch bei diesen Diensten wird nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Diese Dienste sind dann die neue Premium-Klasse des Internet. Alles andere ist Internet zweiter Klasse und früher oder später so heruntergedrosselt, dass du es schon bald vergessen wirst. Wenn etwa YouTube keinen Vertrag mit uns abschließen will, sei doch froh, dann brauchst du deine Zeit nicht mit Katzenvideos zu verplempern, sondern kannst stattdessen auf T-Entertain Fernsehen schauen, wie früher. Und weil natürlich nicht alle von den unzähligen Anbietern von Musikstreaming-Diensten, Online-Video-Plattformen und Spieleportalen bereit sind, Verträge mit uns zu schließen, wird das einstmals wilde, wuchernde und unübersichtliche Internet, das dich mit all seinen vielen Angeboten und Möglichkeiten so oft überfordert hat, schon bald hübsch aufgeräumt und gut sortiert sein. Lästige Start-up-Unternehmen beispielsweise können sich sowieso keinen Premium-Vertrag mit uns leisten und werden dir daher mit ihren penetranten neuen Ideen nicht mehr die Aufmerksamkeit rauben. Und die wenigen Dienste, die wir für dich aussuchen, die werden dich garantiert nicht mehr überfordern. Gern geschehen, deine Telekom. PS: Mehr über unsere Pläne und was andere darüber sagen, erfährst du auf netzneutralität.cc.